Hallo, herzlich willkommen bei Dukaskopi TV. Ich bin Ben Jones. China veröffentlichte die endgültigen BIP-Zahlen 2014. Um die Aussichten für das Jahr 2015 zu besprechen, ist Duncan Innesker, The Economist Intelligence Unit, an der Leitung. Vor allem möchte ich auf den BIP-Wert von 7,3% eingehen. Das ist für China das langsamste Wachstum seit Jahren. Aber wurde die Zahl erwartet? Ja, die Verlangsamung des Wachstums gehört in ein breiteres Bild. Dazu gehören unter anderem die rückläufigen Arbeitskräfte. Dazu gehört auch die Tatsache, dass das Wachstum in den letzten Jahren künstlich gefördert wurde und nun versucht die Regierung, die Lage auszugleichen, und dies führt zur Verlangsamung der Wirtschaft in den letzten Monaten. Nun ein paar Worte zum Einzelhandel und Industrieproduktion. Diese Zahlen waren relativ stark. Aus welchem Grunde? Dazu haben mehrere Faktoren beigetragen. Erstens darf man nicht vergessen, dass Einkommen in China im relativ schnellen Tempo zunehmen. Deshalb ist das Konsumbild relativ robust. Dienstleistungen und Einzelhandel performen viel besser als einige andere Wirtschaftssektoren, insbesondere Investitionen, denn in den letzten Jahren wurde überinvestiert und nun besteht ein Korrekturbedarf. Es gab nichts Überraschendes an dem Einzelhandelsergebnis. Der PKW-Absatz reflektiert nur die allgemeine Verbrauchslage. Die Industrieleistung war viel interessanter, denn dies war der Bereich, der den Schlag von schrumpfenden Immobilieninvestitionen direkt verkraftet hat. Dass diese Zahl relativ stark ist, überrascht wirklich an der positiven Seite. Und schließlich, was erwarten Sie von China im Jahr 2015? Die Weltbank schätzt das Wachstum mit 7,1%. Halten Sie dies für stichhaltig? Wir erwarten ein Wachstum von 7,2% in diesem Jahr. Die Zahl ist neu aufwärts revidiert. China ist ein großer Erdölimporteur. Und mit dem gegenwärtigen Ölpreisverfall wird ein gewisser Anstoß für die chinesische Wirtschaft 2015 gegeben. Es müsste sich besser zusammentragen als ursprünglich angenommen, aber immerhin repräsentieren die 7,2% eine Verlangsamung gegenüber dem Vorjahr. Das Problem mit der Kreditblase bleibt bestehen. Diesbezügliche Bemühungen der Regierung waren nicht ganz wirkungsvoll. Es bleibt noch viel zu tun. Duncan, vielen Dank für den Beitritt. Das war's im Moment. Wir haben noch viel Interessantes für Sie, liebe Zuschauer. Klicken Sie auf unsere Webseite. Auf Wiedersehen.